Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Wunderbar, also besser kennt er nicht. Prospero año y felicidad. 40%, denn die Gärung dann fertig war. Ganz süß. Dann wieder eingeführt, das ist mein Haus. Was war Sauerkirsche dann wieder? Ich würde sagen, Sauerkirsche, oder? Aber dann mit jeder Seite noch, könnte. Nein. Du nicht? Also, du nicht mal den. Oh, jetzt. Ah, dann zieht mal gut, dann kommt ist das Watt? Das ist Watt. Und jetzt tust du mal probieren und sagst mir das Urteil, ne? Wie heißt das? Sauerkirschen, ja. Also ich probiere, gell? Feierwohl. Salut. Salute. Na, guck mal jetzt noch. Oh, ist der lecker. Vom Gerhard Birkle. Nee, da ist vom Hans Grill. Das ist auf dem Hans Grill. Jawohl. Das sind Sie. Ja. Sauerkirschlikör, selbst gemacht. Eigene Sauerkirsche. Keine Zusatzstoffe drin. Wunderbar. Das ist ideal. So was Vornehmes habe ich noch nie getrunken. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing. Das machen Sie irgendwann? Mach ich, ja. Ja. Jingle Sie verkaufen die doch nur auf eurem Weihnachtswasser oder an eurem Gelegenheit? Nee, nur auf dem Wandwasser. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. One horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell ride. So, da waren wir eben beim Option Gartenbauverein. Die waren sehr freundlich, wenn man vom Wolfer Heuner erzählt. Und dann waren wir arbeiten beim Rotary Club aus der Feldkisch. Das ist ein Landhorn. Ein Landhorn, ah ja. Okay. Als Hörner sind nämlich rund gebaut und das ist viereckig gebaut. Für die, die Martell nicht kennen, im Zusammenhang wie jetzt mit diesem Weihnachtsmarkt, durften wir uns bei der Partnergemeinde hier präsentieren mit einem
kleinen Weihnachtsstand, wie man sieht, Tiroler Spezialitäten und speziell aus dem Martelltal einige Spezialitäten. Wir kommen ja aus dem Bärental, Marmeladen, Erdbeeren, die wir verfeinert haben und das durften wir heute hier anbieten. Und wie man sieht, haben wir hier eine nette Stimmung, nette Leute und vor allem treue Stammgäste. Und wir sind ganz stolz. Ganz stolz, dass wir hier sein dürfen. Ja. Und wünschen allen frohe Weihnachten, ein schönes, gutes neues Jahr und ein Wiedersehen in Martell und in Dudenhofen. Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du kriegst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter. Du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut? O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es scheint. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Sie blühen nicht nur in der Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? O Tannenbaum, o Tannenbaum, Christmas tree, oh Christmas tree, your leaves are so unchanging. Always green when winter's here, and also green when summer's near. Oh Christmas tree, your leaves are so unchanging. Oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. Oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vor der neu eröffneten Postgalerie steht ein historisches Karussell aus dem Jahre 1910. Die Schausteller sind aus Großfischlingen. Auf dem Postplatz gibt es zum ersten Mal einen kleinen Weihnachtsmarkt mit einigen Buden.
Mit dabei ist auch ein Stand für Glühwein und Gebäck. Gleich nebenan ist die Kinderbäckerei. Hier dürfen sich die Kleinen im Plätzchenbacken üben. Vis-à-vis ist die neu eröffnete Postgalerie. Mit einem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum. Viele liebe Grüße an alle, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bonne année, bonne santé!